Zeuge Josef Pollack, Polen, Angestellter, 53 Jahre alt, 94. Verhandlungstag, 28.09.1964. Nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Czy zgadza się pan, że zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową dla ułatwienia przypomnienia sądowi zeznania pana? Jak to ma być? Na taśmę magnetofonową. No tak, co gdy mówił, prawda? Ja, sicher, ich spreche doch die Wahrheit. Das ja, przecież wiem, mówię to, co mówię, co wiem, prawda? Ich spreche ja das, was ich weiß. Ja. Das kann ja auch aufgenommen werden. Herr Pollack, wann sind Sie verhaftet und nach Birkenau transportiert worden? Kiedy pan został zaresztowany i przewieziony do Brzezinki? Nie przyjechałem zaraz do Brzezinki, bo Brzezinka była później. Najpierw byłem zamknięty do więzienia, zostawiony. To kiedy pan został zaresztowany? W kwietniu 40 roku. Also April 1940 und ich kam nicht sofort nach Birkenau. Birkenau kam ja später. Ich kam zuerst nach, nach Auschwitz I. Nach Auschwitz I. Das war im August 1940. Czy to było w sierpniu 40 roku, kiedy pan przybył do Oświęcimia? Tak, tak. Ja. Ja. Und wo wurden Sie in Auschwitz untergebracht? Gdzie pan został pomieszczony w Oświęcimiu? Gdzie pan mieszkał? Ja najpierw byłem na bloku 8. Zuerst war ich auf dem Block 8. Block 8. Und wer war damals Ihr Blockführer? Kto był blokowym tego bloku? Blockführerem? Blockführerem czy Blockältesten? Nie, 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 Blockführerem. SS? Tak, ja. A to SS-Führer. A to byli różni, to ja nie pamiętam, to byli różni, ja ich nie pamiętam. Ach, das waren verschiedene, ich kann mich nicht erinnern, das waren so viele. Das ist Jahr 1940. Und der Blockälteste? A blokowy? Blokowego pamiętam, to był Ślązak, tak jak ja, nazywał się Karol, Karlon, zaraz... An den Block Ältesten, da kann ich mich erinnern. Das war ein Schlesier wie ich. Und der Feikus, hieß, Feikus, Karol Feikus. Und der hieß Karl Feikus. Feikus, ja. Feikus. Haben Sie auch den Angeklagten Bednarek gekannt? Czy pan oskarżonego Bednarka również znał? Znałem go też, ale później. Ja, ich kannte ihn auch, aber später, von später. Von später. War er nicht im selben Gebäude untergebracht wie Sie? Czy on nie był w tym samym pomieszczeniu, co i pan? W tym... Nie. Nein, nein, nicht in dem gleichen. Nun, Herr Zeuge, wie lange waren Sie in Auschwitz? Eins? Jak długo pan był w Oświęcimiu? W Oświęcimiu byłem, dokładnie pamiętam, bo to był transport wszystkich chorych pozostałych, którzy mieli jechać na takie, żeby się uleczyć, żeby ich leczyć. To się nazywało, że ci ludzie będą... leczyni. My nie wiedzieli, gdzie my idziemy, a okazało się później, że to był ten nowy lager, który powstał w Brzezince. Ich kann mich so ganz genau erinnern, wann es war. Das ist nämlich ein Transport damals zusammengestellt werden von den kranken Leuten. Es hieß ja, damals... I ruski, ruskie, reszta ruskich niewolników. Und auch ein Rest von den russischen Kriegsgefangenen. Es hieß damals, dass wir behandelt werden, dass wir darum in einen Transport zusammenkommen. Und da kamen wir in ein neues Lager. Data, pamiętam, to było 12 kwietnia 42. Und ich kann mich darum an das Datum ganz genau erinnern. Das war der 12. April 1942. Und wo kamen Sie damals hin? In welches Lager? I dokąd byście wtedy przybyli? Do jakiego obozu? No, to był ten nowy obóz w Brzezinkach, który powstał. Ja, das war das neue Lager in Birkenau, das und eben wie? Entstanden ist. Und wie hieß das? Wie war die nähere Bezeichnung? Jak się nazywał ten obóz? Jakie było bliższe określenie? Ten obóz się miał nazywać dla więźniów, ten więźniów rosyjskich, to miał być obóz zbudowany, ale później to jakoś musieli zmienić tę nazwę i później ten obóz w ogóle nie był gotowy jeszcze całkiem, był całkiem surowy. Naokoło nie było jeszcze drutów wcale tych naładowanych prądem elektrycznym, tylko były takie zwykłe słupki z takim... z takimi drutami. I tam były straszne warunki, bo to był świeży obóz, straszne takie błoto było i tak dalej. Es hatte keine Bezeichnung, da sollte ursprünglich ein Lager sein für die sowjetischen Kriegsgefangenen. Und dann später haben sie das so umgeändert. Und das Lager war im Rostzustand, da waren schreckliche Bedingungen dort. Es gab auch ein Draht drumherum mit Strom beladen. Nein, das waren so Pfeile und da dran mit Draht. Rumherum. Es war schrecklich da drin. Würden Sie uns vielleicht an der Karte einmal zeigen, wo das Lager war, wo Sie untergebracht waren?
Może pan pokaże na karcie, gdzie był ten obóz, w którym pan został umieszczony? Tak, znam to. Cały ten... Stehen Sie ruhig mal wieder auf. Orientieren Sie sich zunächst. Zuerst waren wir hier. Das war doch das Tor. Das Ganze gab es damals noch nicht. Das gab es noch nicht. Sondern was gab es denn, wie Sie hinkamen? I co tam było, kiedy pan przybył? Also hier war nur die Umzäunung, aber ganz gewöhnliches Draht rumherum, wie ich bereits gesagt habe. Und das waren so kleine, niedrige, gemauerte Blocks. Ja. Und hier waren die Baracken. Und also wo haben Sie gewohnt damals? Zuerst war ich ja hier in der Mitte in diesem Block. Ja. Und später war ich in diesem Block, jetzt in dem letzten. Und wie lange blieben Sie da? Jak długo pan tam pozostał? Wir blieben dort ein Jahr, so ich kann mich nicht so ganz genau erinnern, aber es war so ein Jahr ungefähr, etwas mehr. Und dann? Und später kamen die Frauen. Das war hier. Zuerst wurde das hier da unten gebaut. Als wir dort oben waren, da fing man an, hier unten zu bauen. Und später hat man dann die Umzäumung da alles drumherum gebaut. Mit Draht, mit Strom beladen. Draht. Und wo kamen Sie dann hin? Doch, und pan wtedy przybył? Als die Frauen dahin kamen, da waren wir noch eine Weile auch dort, wo wir früher waren. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und im April 1943, wo kamen Sie dahin? W kwietniu 1943 roku, dokąd pan przybył? Also April 43. Ja, also nachdem er ein Jahr in Birkenau war. Potem, kiedy pan już mniej więcej rok tam był, tam na górze. Wir mussten ja fortgehen, weil die Frauen wieder an unsere Stelle kamen, auch da oben. Ja, das weiß ich. Und wo kamen sie dann wieder hin? Konnte man schieben. Da hier wurde... Als dieses Lager von dieser Seite hier, als dieses Lager fertig war, da kamen wir dorthin. Also in das Lager D. Więc znaczy do którego? Do obozu D. D, tak. D. D czy B? Das war D. Hier. Ja, also er zeigt auf C und meint D? Oder wie ist das? No niech pan pokaże gdzie. Wir kamen von dort durch den Weg hier, den Weg entlang. Ich erinnere mich, dass vor uns bereits die Zigeuner hier waren. Und hier kamen wir dorthin. Ja, das war D. Hier war so ein Tor. Moment, ich komme ja gar nicht zurecht. Hier war eine Straße, die ging von Frauenlager durch das ganze Lager durch. Das ist der Weg, ja, ja. Und Sie waren im Lager D? I pan był w obozie D. Ja. So, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Wie lange blieben Sie in Birkenau? Do końca grudnia. Bis Ende Dezember. 1944. Bis zum Dezember 1944. Und was geschah dann? I co się potem stało z panem? Zostałem zwolniony. Dann wurde ich entlassen. Wie vollkommen entlassen? Oder? To znaczy zupełnie zwolniony z obozu? Tak, jest z obozu zwolniony. Ja, ganz aus dem Lager entlassen. Ponieważ więcej się zachowów zwolniono. Na wielkie prośby naszych rodziców, żonów i tak dalej. Viele Schlesier wurden damals zu dieser Zeit entlassen, auf die Bitte unserer Mütter und Frauen hin. Muszę tu podkreślić, że to jest taka wielka, wielkie takie niezrozumienie do dziś, do tej pory, że ja będąc w lagrze taki długi czas, prawie za nic,
miałem dwóch braci przy niemieckim wojsku. I moi bracia właśnie o to się starali, że mnie z tego obozu wydostać, bo właśnie das ist nämlich etwas gerade, was man, was ich bis heute noch nicht so verstehen kann. Ich war so praktisch für nichts und wegen nichts im Lager und zur gleichen Zeit waren zwei meine Brüder bei der deutschen Wehrmacht und die haben das auch erreicht, dass ich aus dem Lager entlassen wurde. Ich erinnere mich schon wieder. Właśnie und ich erinnere mich noch an etwas. Że w 44 roku niespodziewanie mnie przyszło mój brat w mundurze niemieckim odwiedzić. Wtedy mnie Blockführer, tak się nazywał, odprowadził do Oświęcim 1. Kto Blockführer? Tak, to SS-man. Also, ich erinnere mich noch, dass im Jahre 1944 mein Bruder im Uniform der Wehrmacht mich ins Lager besuchen kam. Der Blockführer, unser, mein Blockführer hat mich damals bis zum Dokontmando prowadził. Do Oświęcimia 1, do hat mich dann in Auschwitz 1 gebracht, um den Bruder zu treffen. Wtedy byłem w wielkim strachu, bo myślałem, że coś nagadałem, bo że mnie chcą albo zastrzelić, albo coś, bo ja und to często bywało. Ich hatte ja große Angst, ich habe gedacht, ich habe vielleicht irgendetwas mal gesagt und man will mich erschießen. Ich hatte große Angst. I było to wielkie miłe rozczarowanie, gdy zobaczyłem mojego brata, moją matkę i moją żonę i siostrę. Wszyscy wtedy przyjechali nielegalnie, ponieważ tylko brat miał odwiedziny, ale on to tak zrobił, był trochę odważny, zabrał i rodzina moja. Und das war eine sehr angenehme Überraschung, als ich dann meinen Bruder gesehen habe und meine Mutter und meine Frau und meine Schwester. Die Genehmigung hatte eigentlich nur mein Bruder, aber er war so tapfer und er hat die ganze Familie mitgebracht. Ja, und als Sie entlassen wurden, konnten Sie da nach Hause gehen oder sind Sie in irgendeine andere Einheit gekommen? Czy pan, jak pan został zwolniony z obozu, to mógł pan do domu iść zupełnie swobodnie, czy pan został do jakiejś innej części przydzielony? Nie, ja byłem na Oświęcim 1 przydzielony, na tak zwana kwarantanna. Ja tam byłem coś dwa tygodnie. Nein, ich kam also in Auschwitz 1 in eine Quarantäne und blieb dort so ungefähr zwei Wochen lang. Und dann? A potem? Potem mnie zwolniono. Do domu? Do domu, do domu. Und dann wurde ich nach Hause entlassen. Herr Zeuge, warum sind Sie eigentlich nach Auschwitz gekommen? Dlaczego pan w ogóle przybył do obozu, proszę świadka? Dlaczego przyszedł do obozu? Za co? Mądro tak powiedzieć, jak to tak jest, tak? Darf ich das sagen, genau wie es gewesen ist? Selbstverständlich. Oczywiście. Ja byłem przed wojną urzędnikiem, dość dobrze płatnym. Mi się źle nie powodziło. Ja nigdy Niemcom nic złego nie zrobiłem. Ich war vor dem Kriege Beamte, also Angestellte. Und es ging mir ziemlich gut. Und ich habe ja nie Deutschen gegenüber mich irgendwie, niemals den Deutschen etwas Böses getan. Poza tym ja byłem w takim urzędzie, gdzie wystawiono tak zwane takie Verkehrskarty, po niemiecku się to nazywa, Verkehrskarty, karty cyrkulacyjne. Mm-hmm. Und ich war ja in einem Amt vor dem Kriege, wo man solche Verkehrskarten ausgestellt hat, so hieß es damals. Tak, tak się nazywało, tak. I przy tych kartach, jak ja wystawiałem, to wielu ludzi nie miało roboty w Polsce, to oni szukali roboty po niemieckiej stronie. To ja im te karty prędko wystawić dałem. Aha. Und damals, als verschiedene Menschen keine Arbeit hatten in Polen und da wollten sie in Deutschland Arbeit finden und da habe ich ihnen solche Verkehrskarten ausgestellt, dann dürften sie nach Deutschland gehen und Arbeit suchen. Das ging ja alles durch das Kreisamt. Von alleine. I ci ludzie właśnie, jak wybuchła wojna, byli jednymi z pierwszych, którzy mieli mundury SA. Und gerade diese Leute, die waren die ersten, die im Kriege dann, als der Krieg ausbrach, die SA-Uniforme anzogen. W tym czasie ja nie byłem w domu, ponieważ ja byłem ściągnięty na wojnę, jako polski żołnierz. Ich war damals gar nicht zu Hause, weil ich doch eingezogen war, angezogen als, als polnischer Soldat bei der polnischen Armee. A gdy mnie jako Ślązaka zwolniono, gdy przyszedłem do domu, to właśnie tych kolegów spotkałem i wszyscy mnie namawiali, żeby się ja wstąpił do SA, bo do organizacji. Und als ich dann entlassen wurde nach Hause als Schlesier, da habe ich diese Kameraden getroffen und die haben mich alle zu überzeugen versucht, dass ich ja zu SA gehen soll. Już ja. Dalej? Czego jednak nie zrobiłem, bo nie chciałem być takim zdrajcą, raz z Polakiem, raz z Niemcy, to nie wypada. Das habe ich ja nicht getan. Ich wollte doch kein Verräter sein, einmal Pole, einmal Deutsche.
I myślałem, że mnie przyjmą z powrotem do pracy, do tej gminy, gdzie pracowałem. Und ich habe geglaubt, dass ich wieder auf meinen Posten komme, dort in der Gemeinde, wo ich früher gearbeitet habe. Jednak mnie nie przyjęto, ponieważ mój ojciec był znanym Polakiem. Man hat mich aber nicht wieder aufgenommen, weil mein Vater ein bekannter Pole, als Pole bekannt war. Już, tak. No i zostałem, nie dostałem pracy w ogóle. I wtedy ja zacząłem z kolegami się trochę z tego wszystkiego naśmiewać, że to tyle roboty mamy dostać, tak się dobrze nam będzie, a tymczasem ja tej pracy nie otrzymałem i zacząłem właśnie o to chodzi. Zacząłem z tego wszystkiego się naśmiewać i zamiast pozdrawiać Heil Hitler, to ja pozdrawiał Heisel. Nie wiem, co ty mam tak powiedzieć. Und da habe ich keine Arbeit bekommen und blieb also arbeitslos. Und da fing ich an, mit den Kameraden so darüber zu spotten, es sollte uns doch so gut gehen und wir sollten alle so viel Arbeit haben und so gutes Leben haben und jetzt gehen wir ohne Arbeit. Und dann, wenn ich so richtig sagen soll, da habe ich nicht als Heil Hitler, wir sollten doch Heil Hitler grüßen, da habe ich Heisel gesagt. Das war so ein schlesischer Ausdruck, so spottet. Und irgendjemand hat uns angezeigt und wir, so 40 Personen, wurden damals verhaftet. Niektórym zarzucono organizacja podziemna, różne tam rzeczy, no mnie tego nie udowodniono, bo przecież naprawdę tylko za to mnie zamknęli. Und manchen hat man dann Zugehörigkeit zu der Untergrundbewegung vorgeworfen und mir hat man das nicht bewiesen. Man hat mich eigentlich deswegen ja festgenommen. Was für einen Winkel hatten Sie? Rot. Einen roten Winkel. Also als politischer Häftling waren Sie dort. Und zwar vom August 12.04.1942 bis zum Dezember 1944. Von April 1940? Ja, und vorher? 40. Bitte? Vom April 40, nicht wahr? August 40, ja. April 40? Im April Im April verhaftet 1940 und im August 1940 nach Auschwitz gekommen. Nach Auschwitz gekommen, so war es, jawohl. Nun, Herr Zeuge, was haben Sie denn arbeiten müssen in Auschwitz bzw. in Birkenau? Więc gdzie jest pan musiał pracować, w Oświęcimiu czy też w Brzezince? Najpierw wykonywaliśmy różne prace, dlatego że to był obóz nowy, to były koszary przecież wojskowe, to tam jeszcze. Zuerst haben wir verschiedene Arbeiten ausüben müssen. Das war doch ein neues Lager, das waren früher so Baracken. Ja, ach so, nein, das waren früher waren das die polnische Armee da drin. Lara wurde ausgebaut und da hat er dran dabei gearbeitet. No, ja różne roboty wykonywałem, ale ponieważ znałem język trochę niemiecki, niedużo, bo teraz zapomniałem, ja to się boję nawet, bo bym mógł coś źle rozumieć albo źle powiedzieć, dlatego wolę już po polsku, żeby to dokładnie powiedzieć. To ja właśnie byłem przy robocie takich różnych na ulicy, później kolegów już też poznałem różnych Ślązaków. Ja, ich habe also verschiedene Arbeiten getan. Da ich aber Deutsch konnte, ja, jetzt habe ich viel vergessen und deswegen traue ich mir nicht, jetzt Deutsch zu sprechen, weil ich vielleicht Verschiedenes nicht so genau verstehe oder ausdrücke. Ja, und da habe ich so verschiedene Arbeiten gehabt und da wurde ich ja zum Schluss Hilfsschreiber. Ja, und wo? Gdzie? Na bloku właśnie 8. Eben auf dem Block 8. Gdzie był ten szczypek, ten blokowym, ten in Auschwitz 1. Dort, wo diese Schlesier als Blockälteste war, der ja. Feikus. Sie sagten aber doch, dass Sie weggekommen sind von Auschwitz 1 nach Birkenau im Jahr 43 etwa. Pan powiedział, że pan z Oświęcimia został przeniesiony do Brzezinki, kiedy to w 1943 roku, tak? Nie, 1942. Ja. Und was machten Sie denn dann für eine Arbeit? No a potem tam co pan robił, wykonywał za pracę? Znowu Schreiber byłem. Ich war wieder Schreiber, ich war ja Schreiber. Sie waren wieder Schreiber. Właściwie to potem dopiero Schreiberem byłem, prawdziwym Schreiberem. Eigentlich erst dann wurde ich ein richtiger Schreiber. Aha.
Und lernten Sie bei dieser Tätigkeit die Angeklagten Boger, Broad und Barecki kennen? Czy właśnie przy tej okoliczności pan poznał oskarżonych Bogera, Broada und Barecki. I Bareckiego? Tak, poznałem to z prasy, bo to nam pokazywali, w prasie nam pokazywali. Ach, pan rozpoznał ich. W prasie, a ja ich znałem, ja ich znam, dlatego w prasie pierwszy raz ich widziałem. Ich habe die dort kennengelernt und in der Presse habe ich sie wiedererkannt. Wo haben Sie sie wiedererkannt? In der Presse. In der Presse, ja. Und wie haben Sie denn die Leute kennengelernt, bei welcher Gelegenheit? Jak pan poznał tych ludzi, przy jakich okolicznościach pan ich poznał? Są pełne takie, gdzie, w obozie czy w obozie, teraz? W obozie, ach, w obozie. Tak, no bo ja ich widziałem codziennie, widywałem. Ja, wo sollte ich kennengelernt haben im Lager? No ja, ich habe sie doch täglich gesehen, tagtäglich. Nun, Herr Zeug, ich glaube, dass Sie sehr viele Leute täglich gesehen haben, aber wieso sind Ihnen denn gerade diese drei Namen bekannt geworden und was, warum sind Ihnen diese Leute besonders im Gedächtnis geblieben? No pan na pewno w obozie, proszę świadka, poznał wielu ludzi, ale dlaczego właśnie te trzy nazwiska, te trzy osoby, dlaczego pan je sobie zapamiętał i co to było, przy jakich okolicznościach i dlaczego? Bo to byli najgorsze z tych wszystkich. Jakich. Weil sie die schlimmsten waren von den allen. Jeszcze było ich więcej, ale ich nie wiem. Es waren noch mehrere schlimm, aber die waren die schlimmsten. Ja. Dann wollen Sie uns bitte einmal sagen, wann Sie die Leute zum ersten Mal kennengelernt haben und wer Ihnen gesagt hat, um wen es sich da handelt. Więc proszę nam opowiedzieć, kiedy pan tych ludzi poznał i kto panu powiedział, że to są właśnie te osoby. Kto mi powiedział? Ja ich przecież poznałem na zdjęciach. Teraz wtedy w obozie. Ach tak, no oni się tak przecież nazywali. Weil sie doch so hießen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Angeklagten Ihnen selbst ihren Namen gesagt haben. Und es war überhaupt nicht üblich, dass sich dort die SS-Leute den Häftlingen gegenüber vorstellten. Wer hat Sie denn darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um diese Leute handelte? Przecież nie przypuszczam, żeby oni się panu przedstawiali, bo to nie było takiego zwyczaju, żeby SS-manie się przedstawiali więźniom tam w obozie. Więc kto, jak to było, że ktoś panu powiedział, w jakich okolicznościach, że to jest właśnie ta czy inna osoba, on się tak a tak nazywa? No, wszyscy wiedzieli, jak się kto nazywa z tych SS-manów. No, jeder hat gewusst, wie diese SS-Männer heißen. Also Sie können mir heute nicht mehr sagen, was die Veranlassung dafür war, dass man Ihnen die Namen dieser Leute gesagt hat. Więc pan dzisiaj znaczy nie może opisać, co to była za przyczyna, że po raz pierwszy panu pokazano i powiedziano, to są ci, 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 tak się nazywają. Ja nie rozumiem tego pytania, o co tu właściwie chodzi? Ich verstehe eigentlich nicht die Frage. Ich weiß ja gar nicht, worum es Ihnen geht. Ja, das glaube ich. Herr Zeuge, der Angeklagte Boger, Broad und Broad waren in Auschwitz I tätig, nicht? Więc und proszę, Sie waren in Birkenau. Proszę pana, oskarżony Boger i Broad na przykład pracowali w Oświęcimiu I, tak? A pan był w Brzezińce. Tak. Ja. Nun, wie kommt's denn, dass Sie trotzdem diese Leute A gesehen und B mit Namen kennengelernt haben. Więc jak to się stało, że pan przede wszystkim widział ich i po drugie poznał ich nazwiska? W jakich okolicznościach? Oni przecież pracowali w dziale politycznym. Oni tam często przebywali. Przyjeżdżali po prostu do nas. Sie haben doch in der politischen Abteilung gearbeitet. Und da kamen sie doch einfach zu uns. Wieso? Was wollten die denn bei Ihnen? A po co oni przyjeżdżali do was? Co oni tam chcieli bo na, u was? Bo na cygańskim obozie, na cygańskim obozie była taka polityczna Abteilung się to nazywało. Weil in Zigeunerlager, da gab es auch doch so eine politische Abteilung. Ja. Und? I oni tam przyjeżdżali. I, und sie kamen ja dorthin. Ja, sie waren doch gar nicht im Zigeunerlager. A pan przecież nie był w obozie cygańskim. Ale to było bardzo w sąsiednim stronie, to było jakoś byłem przeniesiony tam, to przecież to było obok przecież. Aber das war ja doch ganz nah, als ich da dorthin gebracht wurde, da war ich doch direkt daneben. Das war doch in ganz nah. Poza tym oni często do naszego lagu, przychodzili. Und darüber hinaus, sie kamen doch oft direkt in unser Lager. Was wollten die denn da? A co oni chcieli u was w obozie? No, zawsze przychodzili po różnych ludzi, zabierali do przesłuchania. Sie kamen immer, um verschiedene Leute zu abzuholen, zum Verhör. Kamen die persönlich
um die Leute dort abzuholen. Na. Więc oni przychodzili osobiście, żeby zabierać ludzi. No, nie zawsze osobiście, ale kilka razy na przykład. Nicht Boga, immer persönlich. Go kilka razy u nas nawet na bloku, na którym ja byłem. Aber ja. Manchmal, ich habe zum Beispiel einige Male den angeklagten Burger sogar auf dem Block gesehen, auf dem ich ja selbst war. Und was war mit Barecki? A co było z Bareckim? Barecki to był rumuński obywatel pochodzenia. Nawet dobrze po niemiecku gadać nie umiał. Also Barecki, das war ein rumänischer Bürger von rumänischer Herkunft. Er konnte sogar nicht gut Deutsch sprechen. Er konnte nicht gut Deutsch sprechen. Das war ein junger Mann. On się oznaczał taką sylwetką, taki młody to był człowiek i tak, taki szybko latał, to się tak rzucało w oczy. On był taki. Das war so ein junger Mensch, der lief immer so schnell hin und her, das fiel direkt auf. Tak. Und wo lief er denn hin und her? I gdzieś on tak szybko on biegał? On był u nas blockführerem na naszym lagerze. Er war Blockführer in unserem Lager. In ihrem Lager. Na męskim lagerze, nie? Niech pan puści nogę. Im Männerlager war er. Im Männerlager. Wir werden eine Pause einlegen bis um 3:15 und werden die Vernehmung dann fortsetzen. Hat gekannt, weil Sie öfters im Zigeunerlager, aber auch in Ihrem Lager erschienen wären. Und schließlich wäre Barecki Blockführer gewesen in demselben Lager, in dem Sie sich befunden haben. Können Sie sich... Also, bitteschön. Pan powiedział, że pan zna pan oskarżonych Bogera i Broada z tego powodu, że nieczęsto przychodzili do obozu, gdzie pan się znajdował, a oskarżonego Barockiego, ponieważ on był blockführerem w tymże samym lagrze, tak? Tak jest. Ja. Können Sie sich noch entsinnen an die Räumung des Zigeunerlagers? Czy przypomina pan sobie likwidację obozu cygańskiego? To, jeżeli mam powiedzieć, to było największe moje przeżycie z całego pobytu mojego w obozie. Wenn ich mich dann so ausdrücken darf, war das das größte Erlebnis in der ganzen Zeit meines Aufenthaltes im Lager. Ja. Wollen Sie mal erzählen, was sich dazu getragen hat? Proszę, niech pan opowie, jak to się odbywało. Ja w późniejszym czasie byłem blokowym. To zapomniałem. In der späteren Zeit, da war ich Blockälteste. I byłem na bloku 4 blokowym. Und ich war auf dem Block 4 Blockälteste. Tam było różne, były komanda, byli różni, przeważnie byli to więźniowie starzy na różnych tych komandach tak zwanych. Das waren, dort gab es verschiedene Häftlinge, auch ältere Häftlinge und verschiedene Kommandos, die arbeiteten eben in verschiedenen Kommandos, die Leute. War das im Lager D wie Dora? Czy to było, proszę pana, w obozie D? D, tak. Na męskim obozie D. Na męskim obozie D. Jawohl, in Männerlager D. D, waren Sie Blockältester? Więc pan był blokowy. Tak jest. Ja byłem. Bitte weiter. Dalej. I na tym właśnie bloku, gdzie ja byłem, to byli sami funkcyjni. Wszystko starzy koledzy tam w kuchni pracowali. Byli Rosjanie. Wszyscy byliśmy tacymi kolegami. Tam były urządzane... Und auf diesem Block, wo ich eben, wovon ich ja jetzt spreche, da waren Funktionshäftlinge meistens und auch sowjetische Kriegsgefangene und solche, die auf die Küche gearbeitet haben. Und wir hatten so eine gute Kameradschaft miteinander gehabt. Już? Tak, to był taki blok, który tam się dobrze w każdej czuł. Myśmy tam nawet różne rzeczy tam sobie tak grali, muzyka po jakby warunkach obozowych. No, po prostu było takie koleżeństwo to było. Es war ein guter Block. Wir haben ein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Also es haben sich gut gefühlt, soweit es in unter diesen Bedingungen dort ging. Wir haben auch gespielt mal und so. I po tym czasie ja później zachorowałem na zapalenie stawów, na nogi. Ja jestem do tej pory chory. W tej chwili jestem bardzo chory i ja się obawiam, że może to nie dokończy, bo się trochę źle czuję tutaj. Also, dlatego ta noga tak przekładałem. Da wurde ich ja, als ich ja dort war, auf diesem Block, da wurde ich krank. Ich bekam Gelenkentzündung und auch jetzt habe ich große Schmerzen. Deswegen habe ich auch große Angst, wie ich die Vernehmung, diese Aussage hier, ob ich das bis zu Ende führen kann. Ich fühle mich sehr schlecht. Mnie bardzo nogi spuchły. Ja nie wiem, co to jest. Mam w tej chwili bardzo spuchnięte i źle się czuję w ogóle tym całym przeżyciem, przeżywaniem. Meine Beine sind so sehr geschwollen und das wollte ich ja eben dem Gericht ja sagen, dass ich mich nicht sehr gut fühle jetzt. Nun, was haben Sie erlebt bei der Räumung des Zigeunerlagers? Więc co pan przeżył przy likwidacji obozu cygańskiego? Więc jako blokowy już nie byłem, po jakimś czasie po tym krankenbau, jak to tam leżałem i zostałem przez
Lagerältestera, bo właściwie blokowych wybierał nie jakiś tam SS-man czy jakiś tam ktoś inny, tylko Lagerältester wybierał blokowych. Kogo sobie wybrał, to taki był. Więc mnie po szpitalu, po Krankenbau, mnie dano do cygańskiego obozu. Ja, also da wurde ich ja krank und nachdem ich wieder vom Krankenbau zurückkam, da war ich ja kein Blockälteste mehr. Und ich wurde von dem Lagerältesten, es war nämlich der Lagerälteste, derjenige, der bestimmt hat, nicht irgendein SS-Mann, da von diesem Lagerältesten wurde ich ins Zigeunerlager geschickt. Just. Als was und wohin? Ja, kto, jako kto, pan poszedł tam do tam obozu? Bo, to było tak, tam w tym czasie, gdy ja do obozu cygańskiego wszedłem, to już połowa obozu nie było cyganów. Byli wybrani i wysłani byli w transporty. Zostało tam parę tysięcy cyganów po prawej stronie lagru, tego lagru cygańskiego, a po lewej stronie było dwie albo trzy baraki było więźniów żydowskich, którzy co tak pewien czas wjeżdżali w transporty. Ci ludzie już byli do robotów przesyłani. Also als ich ins Zigeunerlager kam, da waren eigentlich nur noch einige Tausende von Zigeuner drin. Die befanden sich an der rechten Seite des Lagers und an der linken Seite, da waren so vielleicht 2-3 Baracken, wo die jüdischen Häftlinge drin waren. To były baraki czy? Baraki, wszystko było baraków. Das war alles Baracken. Und da waren 2-3, wo die jüdischen Häftlinge waren, die immer wieder in die Transporte gingen. Tak jest, tak jest. I właśnie na tych trzech blokach mnie polecono prowadzić ten porządek, żeby ci ludzie byli dobrze zaopatrzeni w transport, ubrani, bo oni ciągle przychodzili z tymi cugangami z całej Europy i oni ciągle byli wysłani do jakichś fabryk. Ja nie wiem, co to za akcja była. I żeby to klapowało wszystko, ponieważ byłem z zawodu księgowym, jak spotkałem się z urzędnikiem, to mnie to grało. To było bardzo ważne, żeby każdy raport, żeby każdy więzień był uchwycony i żeby... Und ich wurde also für diese drei Blocks, also für diese eben jüdischen Häftlinge bestimmt und ich sollte dort für die Ordnung sorgen, dass es alles erfasst wird und dass sie alle die Bekleidung bekommen. Sie kamen nämlich und wurden sofort in verschiedene Transporte geschickt. Ich weiß nicht, was da für Aktion gewesen ist. Und da ich doch von Beruf aus Buchhalter war und mich daran verstand, da spielte sich auch bei mir alles so gut ab. Tak jest, tak. Lagerältesterem, tym Lager cygańskim obozie, był wtedy Leon Siwy. Der Lagerälteste im Zigeunerlager war damals Leon Siwy. Tak jest, Leon Siwy. A ja byłem po lewej stronie, miałem te trzy baraki pod moją pieczą. Und ich war also an der linken Seite und hatte unter mir diese drei Baracken, von denen ich gesprochen habe. Tak. Pewnego dnia zostali wszyscy więźniowie, Polacy i te wszystkie sanitariusze, którzy dotychczas w obozie cygańskim się znajdowali, zostali przełożeni do lagru D, do męskiego. Und eines Tages wurden die Polen und auch die Sanitäter, die dort in dem Zigeunerlager tätig waren, ins Lager D, das Männerlager D geschickt. Tak jest. I wtedy było coś takie podejrzane, co się to dzieje. My byli wtedy w strachu. Sam ten Siwy mówi, wiesz co, z tymi cyganiami, ja się coś zrobią. Czy u nich, aby nie zarazili? Wir hatten alle so Verdacht und es schien uns alle so merkwürdig zu sein, sogar dieser Siwy, der Lagerälteste, hat zu mir gesagt, also ich weiß nicht, was da alles mit diesen Zigeunern, da passiert irgendetwas mit ihnen. Tak, tak. I my byli wtedy w wielkim strachu, co się to teraz wiedziało, a ja się akurat w tym lagrze też znajdowałem, miałem trochę strach. Wir hatten ja Angst gehabt, was jetzt in dem Lager passieren wird. Und ich, da ich ja auch in dem Lager war, ich hatte auch Angst. Wann war denn das ungefähr? Kiedy to było? To było w lecie lipiec, tak, lipiec, czerwiec, lipiec, ja tam byłem. Das war also im Sommer, Juni, Juli, sowas, jak byłem, a w als sierpniu, ich dort war. W sierpniu zaszły to był taki strach, taki, nie wiadomo, co to miało und być potem. Im August so ungefähr tauchte diese Unruhe auf. 1900? Da. W którym to roku było? W 1944 roku. 1944. Im August tauchte die Unruhe auf, dass hier irgendetwas passieren könnte. Więc znaczy w sierpniu 44 roku powstało takie niespokojne uczucie, że coś się stanie. Tak jest. Ja boję. Und weiter. A dalej? No i pewnej nocy, daj się to było pod koniec sierpnia, na początek września. In einer Nacht, das war so Ende August, Anfang September.
Tak. Po apelu. Nach dem Appell. Zapowiedziane było przy siwym i powiedział: wiesz co, zaj się teraz, by się coś działo. I wtedy... Hat der Siwy zu mir gesagt, also ich glaube, jetzt wird was geschehen. I powiedział mi, że ja mam z swojego bloku nie wychodzić, bo zaj się blok szpera, lepiej się wcale nie pokazywać na Und tym. Er sagte mir, ich soll meinen Block nicht verlassen, glaubt, es wird eine Sperre sein und es ist besser, ich zeige mich gar nicht. I właśnie ta szpera nastąpiła. Die Sperre kam auch, wurde auch angeordnet. Tak, pod wieczór. So ungefähr so dem Abend zu. Tak. I wtedy nie wolno nam było zapowiedziano Blocksperre i nikt nie wychodził, każdy się bał. Also es wurde die Blocksperre angeordnet und niemand ging raus, wir hatten alle Angst. Pomimo tego ja byłem trochę ciekawy, co to będzie, bo ja się bałem o swoje życie i wszyscy mi się bali. To ja wtedy otyliłem drzwi tego baraku. Und trotzdem, ich hatte ja große Angst und da war ich etwas neugierig, ich wollte mal wissen, was da geschieht. Da habe ich die Tür von der Baracke so etwas ein wenig aufgemacht. I zobaczyłem przy bramie naszego lagru, zobaczyłem, zbierają się SS-many. Und da sah ich am Tor zu unserem Lager, wie sich die SS-Männer gruppieren. Tak, tak. Co najgorsze, co zobaczyłem, to tego człowieka, którego się prawie wszyscy bo strasznie bali, pokazał się Moll. Und da habe ich den Menschen gesehen, von dem wir alle im Lager große Angst hatten, das war Moll. Tak. Myśmy go nazywali, 3M, my go tak nazywali. Wir nannten ihn 3M. To znaczy po niemiecku Massenmörder Moll. Aha, und das bedeutete in Deutsch Massenmörder Moll. 3M, tak. Tak się to, my go tak nazywali. So haben wir ihn genannt. Jak ja zobaczył tych się zbierać, to mówię, teraz za chwilę i ja zamknąłem barak i już potem... Als ich also gesehen habe, dass sie sich dort versammeln, da habe ich Angst gehabt und die Tür der Baracke zugemacht. Tak. W całym obozie wtedy panowała cisza, nikt się nie pokazywał. Im Lager wurde dann ganz still und niemand hat sich gezeigt. I po jakim czasie zaczęło się przyjeżdżać wozy samochody. Nach einer Weile kamen dann die Autos angefahren. Tak. I zaczęli blok za blokiem opróżniać. Und die fangen an, ein Block nach dem anderen zu entleeren. Przy okropnym krzyku i okropnych wrzaskach. Beim schrecklichen, in Begleitung, begleitet von schrecklichen Geschrei. Tak, und rufen, kobiety, dzieci, strasznie Frauen, wszyscy, Kinder haben fürchterlich geschrien. Ponieważ oni zdawali sobie sprawę, że to nie jest żadne tam dzieci, bo oni tak czuli z tych później. Da sie ja doch genau gewusst haben und geahnt haben, was das bedeutet und dass sie nicht irgendwo hingehen, sondern dass sie etwas Schlimmes treffen wird. I tak ładowali może do późna nocy, może nad samym ranem, do koło, nie mogę und powiedzieć. So haben sie die ganze Nacht durch bis zum Morgenstunden geladen. Ich weiß no, tak ja nicht rano, genau tak, wann, so ungefähr bis 2-3 Uhr morgens. Tak, ja nie pamiętam, bo nie patrzyłem na zegar, ja nie patrzyłem, bo to było w nocy, co się działo w nocy. Tak? Ich erinnere mich nicht genau, weil ich nicht an die Uhr geguckt habe, das war aber nachts. Tak jest. Jawohl. Rano jakieśmy wstali. Znowu mielibyśmy tak na lagę wyjść, ale potem się wszystko uspokoiło, nikogo mi w lagrze już nie widzieli. Poszliśmy siwym tym bloku, tym lagę, ale testem oglądać te baraki. Und am Morgen, als schon alles sich beruhigt hatte und wir haben niemanden mehr im Lager gesehen, ging ich mit dem Siwy die Baracken zu besichtigen. I wszystkie te baraki były wszystkie takie porozrzucane, te rozmaite dobytek tych ludzi. In Baracken war alles durcheinander geworfen. Die Sachen, die diesen Menschen gehörten, lagen herumzerstreut. I dużo widziałem ślady krwi po na blokach. Ślady und krwi. Ich sah auch auf den Blocks Spuren von Blut. Po jakimś czasie potem już więcej cyganów nie było. Transporty już nie były wysyłane. Nie wiem, bo takie transporty przestały przychodzić, takich zdrowych ludzi. No i ja zostałem znowu z powrotem przełożony na męski obóz, D-Lager. Also im Lager waren keine Zigeuner mehr und keine Transporte sind gekommen und auch keine wurden formiert, so dass ich wieder zurück ins Lager geschickt wurde,
do którego obozu. Transporty jeszcze przychodzi do gazowania, ale już nie przychodzi na te baraki do tych. Die Transporte, die kamen zur Vergasung, ja, die kamen dann an, aber nicht in diese drei Baracken, um die ich mich kümmern sollte. Tak. No i zostałem przewożony z powrotem do obozu. Ich kam also zurück ins Lager. A wtedy już nie chciałem być celeblokowym, nie chciałem być niczym, nie chciałem być. Und ich wollte damals nicht mehr Blockälteste sein und ich wollte von nichts mehr wissen. Tak jest. Ja. Sie haben, wenn ich Sie recht verstanden habe, nur den Moll gesehen bei dieser Gelegenheit und dann haben Sie die Tür zugemacht und haben nicht mehr die Sache beobachtet, stimmt das? Jak pana dobrze zrozumiałem, to pan zasadniczo widział przy tym tylko Molla. Nie, widziałem więcej. Nein, ich habe mehr gesehen. Ty mnie wystraszył. Aber der hat mich erschreckt. Der hat Sie erschreckt. Wen haben Sie denn sonst noch gesehen? A kogo pan tam jeszcze widział? Widziałem Bogera, widziałem oskarżonego Bogera, widziałem. Ich habe den angeklagten Boger gesehen. Widziałem Broada, widziałem. Ich habe den Broad gesehen. Bareckiego, Schneidera, no wszystko. Barecki, Schneider. Schneider, tak, to też był Rumun, też to był jeden. Das war übrigens auch ein Rumäne. Bo ja ich znałem wszystkich tych SS-Männer. Ich kannte alle diese SS-Männer. Potem był Plagi. Dann war noch Plage dabei. Bo, to jeszcze było. Schwarzhuber, nasz Lagerführer, stał obok. Und dann unsere Lagerführer. Coś tam gadał z nimi. Schwarzhuber, der hat irgendetwas mit ihnen gesprochen. Ale on się w nic nie wtrącał, on tak stał taki jakiś przejęty tą całą sprawą. Aber er, der hat sich in nichts, mit nichts eigentlich befasst, der stand so ein bisschen wie so mitgenommen, stand der tak, daneben. Tak, ja bym miał współczucie, bo ja wiem, so als ob er so Mitleid, so Mitgefühl empfand. I tak się tylko patrzył na to wszystko, prawda, i tak, no po prostu taką twarz mi tak jakoś. Er schaute nur so zu, er hatte so ein merkwürdiges Gesicht dabei gemacht. Tak. No i potem już się nie pokazywałem i potem słyszałem po głosach. Und später habe ich mich nicht mehr gezeigt und ich habe nur nach den Stimmen dann gehört. Tak. I wtedy słyszałem, jak głośno Bogera głos poznałem. Und da habe ich ja die Stimme von Boger erkannt, der hat, wie er so laut gesprochen hatte. Tak jest. Ja, Herr Zeuge, es ist uns bisher berichtet worden, dass die Räumung dieses Zigeunerlagers Ende Juli 1944 stattgefunden haben soll. Sie sagen im August, September. 44, meinen Sie? 44, ja. No, zgadza się, zgadza się. Więc ja mogę się teraz pomylić. Może to było. To, ja, ale było początek, koniec lipca, koniec sierpnia. Mogło to tak być. Es könnte so sein, dass es Ende Juli, Anfang August. Das ist ja immerhin 20 Jahre her. Ja, to, ja już mogę się nawet mylić. Ich ale to tak kann było mich ja irren sogar, aber um diese Zeit. A w tym czasie to było. Um diese Zeit ist es gewesen. Und wir haben auch bisher nicht gehört, dass in dem Lager gleichzeitig mit den Zigeunern die Hälfte mit Juden belegt gewesen sein soll. I my dotychczas też nie słyszeliśmy, że połowa była zajęta przez Żydów. A jednak tak było. To były trzy baraki, gdzie Żydzi przychodzili jako zdrowi z tych transportów do gazu i tych ludzi zaraz na drugi dzień, trzeci dzień wysyłano w dalszy transport do jakiejś fabryki. Und jedoch war es so. Es ja. Gab drei Baracken und da kamen die gesunden Juden dann aus den Transporten und sie wurden sofort nach ein paar Tagen tak dann aus dem Lager wiederum in andere Transporte geschickt. Nun noch etwas anderes. Haben Sie am nächsten Tag in dem geräumten Zigeunerlager noch Kinder vorgefunden? Czy pan następnego dnia po likwidacji obozu widział pan dzieci w obozie? Nie, ja już nikogo nie widziałem. Nein, ich habe niemanden mehr. Ja byłem tak przyjęty, że ja w ogóle ja się nie chciałem w ogóle nie pokazywać. Ja siebie pokazał te parę braków, pan wysłał, daj mi spokój. Ja już nic nie zwiedzić. Ich, wissen Sie, ich war ja, ja miałem strach, żeby mnie też potem wzięli jako takiego świadka, którego za dużo widział, mogą go też zlikwidować. Ja ich już nic ja nie so aufgeregt. Ich wollte ja gar nicht sehen. Der Schiwe hat mir da diese paar Baracken gezeigt und ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, ich will ja gar nicht sehen. Ich hatte Angst, wenn ich zu viel sehe, dann werde ich genauso, da können Sie mich genauso likwidieren. Haben Sie irgendeine Wahrnehmung gemacht, dass bei dieser Räumung auch Menschen erschossen oder erschlagen worden sind? Czy pan miał możliwość stwierdzenia, że podczas likwidacji obozu ludzie zostali rozstrzelani, że było strzelanina i czy kogoś rozstrzelali, czy też zatłukli na śmierć?
Była całą noc wielkie, było wielki hałas, wielkie jęki, bicie, głosy słyszałem tych SS-manów. Die ganze Nacht gab es Geschrei und Stöhnen und das habe ich ja gehört. I słyszałem głosy SS-manów, rozpoznałem głos. Und ich habe auch die Stimmen von SS-Männern gehört. Ich habe die Stimmen erkannt. Tak. Die Stimmen von? No, Bogera poznałem głos, ma taki szarpiszy głos. Die Stimme von Boga. Die zdaje się, i Barecki też głos poznałem. Ich glaube auch die Stimme von Barecki. To poznałem na pewno, musiał przy tym być obecny. Er musste dabei gewesen sein. Ale ludzi jakichś po obozie, po tych dzieci, to ja nie widziałem w baraku. Aber so Kinder danach oder Menschen nach der Liquidierung, nein, in den Baracken habe ich keine. Sie sagten eben, Barecki musste dabei gewesen sein. Habe ich Sie nicht richtig verstanden, dass Sie vorhin sagten, Sie haben gesehen, dass sich bei denen, die sich da an dem Tor versammelt haben, Boger, Brod und Barecki waren? Pan powiedział, że Barecki musiał przy tym być. Czy ja pana nie dobrze zrozumiałam, że pan poprzednio powiedział, że pan widział jego? Widziałem, ja widziałem. Ich habe ihn gesehen. Ja haben Sie gesehen. Ale jeszcze w nocy ich słyszałem, te głosy słyszałem. Aber in der Nacht habe ich auch die Stimmen gehört. Herr Zeuge, der Angeklagte Brod hat hier erklärt, er sei um diese Zeit gar nicht im Lager Auschwitz bzw. Birkenau gewesen, sondern er sei um diese Zeit abkommandiert gewesen auf einem Lehrgang in Arolsen. Oskarżony Brod powiedział nam, że w tym czasie nie był w ogóle w obozie w Oświęcimiu czy też w innym i że był odkomandowany na kurs, który odbywał się w Arolsen. Nie, to nie może się zgadzać, jak skoro das kann nicht stimmen. Czy on tam był, er war ja doch dort. Also Sie besinnen sich genau, dass Sie an diesem Abend den Angeklagten Brod dort im Lager, im Zigeunerlager gesehen haben. Więc pan sobie przypomina dokładnie, że w tym czasie, w tym dniu widział pan oskarżonego, w czasie likwidacji obozu, w tym dniu oskarżonego Broada w obozie cygańskim. Widziałem go właśnie przy tej, gdzie się zbierali, przed gazowaniem, przed tym samym, jak się to miało odbywać. Tam, w tym ich habe ihn eben dort an dieser Stelle, wo sie sich versammelt haben, vor der Vergasung gesehen. To była taka Blockführerstube, to oni taka das brama, ja to tam eine, stoli wszyscy. So eine Blockführerstube, das war so ein Tor und die standen alle daneben. Ja. Na ja, dann habe ich an den Zeugen keine Frage mehr. Vielleicht von Seiten des Gerichts, bitte schön. Herr Zeuge, Sie erwähnten vorhin, dass Sie Bednarek gekannt hätten. Können Sie über ihn etwas Bestimmtes aussagen? Pan na początku swego zeznania pan powiedział, że pan znał też oskarżonego Bednarka. Czy pan może coś powiedzieć o nim konkretnego? Mi to jest przykro mówić, bo to był blokowy, ja był blokowy. Ja nie widziałem, żeby on tam komuś coś złego zrobił, ale dobrej opinii to on w obozie nie miał. Es tut mir leid, so von ihm zu sprechen, ist mir so ja unangenehm. Ich war der Blockälteste, er war der Blockälteste. Ich persönlich habe es ja nicht gesehen, aber er hat einen schlechten Ruf im Lager. In welche Richtung? No, jakim kierunku miał? Że to SK było, że tam ludzie ginęli. Że to SK było, gdzie on był blokowym. To ta same fakt, że bo kompania karna to była. Das war die Strafkompanie. No to dlatego, że on był tym blokowym w tym SK, to taka już opinia, to najgorszy blok, tam ludzie umierają, giną, zabijają ich. Er ale... war ja in der Strafkompanie dort im Lager und das war so ein schlechter Ruf, dass die Leute dort sterben, dass sie dort umgebracht werden. Muszę ale jedno powiedzieć, co mnie bardzo podkreślić chciałbym, że Bednarek pod koniec był naprawdę aber poprawny. Ich muss etwas sagen, das will ich betont haben, dass zum Schluss Bednarek sehr in Ordnung war gewesen. Er hat sich gebessert, er war ja kameradschaftlich. Tak. Mir się wydaje, że Bednarek, on był tylko za bardzo takim służbistą. Es scheint mir, dass Bednarek nur zu sehr so diensteifrig gewesen ist. Wielkim służbistym był, no i dlatego on tak się, może, ja nie wiem. Ale pod koniec potem to on mi z nami chodził, nawet opiekował się pewnymi dziećmi polskimi. Ja, dass er so diensteifrig gewesen ist, aber zum Schluss, da hat er sich gebessert, er hat ja niemand was getan, im Gegenteil, er hat so für Kinder gesorgt, polnische Kinder no, tak, betreut. On się nimi opiekował i tak widać było, że on się opiekuje i ma takie współczucie do nich. Er hat die Kinder betreut und man hat gesehen, dass er so Mitleid mit ihnen hat. Ja, das ist schon bekannt, danke schön. Dann noch ein anderer Komplex, Herr Polak, kannten Sie die Schreiberin der politischen Abteilung, die draußen in Birkenau eine
Schreibstube ein Büro hatten. Czy pan, proszę pana, zna pisarkę, tą Schreiberkę z politycznego oddziału, która też w Brzezince pracowała? Das tu dzisiaj jest. Ist das die, die heute hier ist? Tak, ja tak. Mówiłam, ja ein paar razy. Ja, ich habe sie einige Male gesehen. Haben Sie diese Frau auch an dem Tag gesehen, von dem Sie eben sprachen, dass dort die LKWs ins Lager gekommen seien, um die Zigeuner abzufahren? Czy pan ją w tym dniu, tę właśnie kobietę, czy pan w tym dniu ją widział, kiedy ciężarowe auta przyszły wtedy, w tym dniu likwidacji? Ja się tego nie przypominam. Może w tym samym daran dniu. Kann ich mich nicht erinnern. W tym samym dniu, że ją widział, to jest takie an dem selben Tag, nein, das kann ich nicht sagen. Nie chciałbym powiedzieć, że to w tym samym dniu. Ich möchte nicht sagen an dem gleichen Tag, weil ich das nicht mit Bestimmtheit. Kann das Gericht noch fragen? Herr Staatsmann. Wie weit waren Sie von der Gruppe entfernt, in der Sie Boger, Roat und Barecki erkannt haben? Jakie odległości pan stał od tej grupy, w której pan rozpoznał Bogera, Broada i Bareckiego? Ja może by to pokazał, jak to odległość było na tym planie. Darf ich das bitte zeigen auf dem Plan? Hier war das Tor. Hier war das Tor. Und ich war hier in der dritten Baracke. Und die haben sich hier eben alle versammelt. Hier war die Küche. Und ich war, glaube ich, in dieser Baracke. Und als ich die Tür geöffnet habe, da habe ich ja gesehen, wie die sich dort gesammelt haben. Und Moll kam von dieser Richtung auf sie zu und hat mit ihnen, mit diesen SS-Männern, gesprochen. Herr Rechtsanwalt, haben Sie vorhin richtig verstanden, Herr Zeuge, dass Barecki eine Zeit lang Ihr Blockführer war? Czy ja pana dobrze zrozumiałem, że Barecki był przez pewien czas blokowym? Blokowym? Nie blokowym. Blockführerem. Nein, nicht der Blockälteste, der Blockführer. Das habe ich. Ja, Blockführerem. Das hat sie gesagt. Ja. Aber ich weiß nicht, der Herr Rechtsanwalt Ormond hat gefragt, ob er Ihr Blockführer war, das heißt für Ihren Block zuständig. Ale czy on był blokführerem pana bloku, to znaczy pana blok podlegał jemu jako blokführer? Ale oni się zmieniali, raz ten, raz ten, to zależało, kto raport odbierał. Die haben sich doch so, die haben sich gewechselt, das hing davon ab, wer einen Rapport entgegengenommen hat. Raz był ten. Einmal der und einmal no, i odbierał raport, odbierał jako blokowego i meldował do przodu. Haben Sie selbst erlebt, dass Barecki Häftlinge geschlagen hat? Ja. Czy pan sam widział, żeby Barecki bił więźniów? Widziałem. Ja, ich habe gesehen. War er als Schläger bekannt? Hat er einen besonderen Schlag gehabt? Czy on był znany, że on był znany jako specjalny bijący i czy miał jakiś specjalny sposób uderzenia? On się tutaj chełpił. Jak uderzył, to zaraz człowiek przewrócił się. Er prallte damit, dass wenn er einmal schlägt, da, jak uderzy, da fällt man gleich um. Er schlug so mit dem Ellenbogen. Tak, ręką i tak, und, ja, mit der Hand und mit dem Ellenbogen. Tak, tak jest. So schlug er. Poza tym kopał bardzo niebezpiecznie. Und darüber hinaus trat kopał. Er nach Häftling sehr gefährlich. Niebezpiecznie, dlatego, że kopał w miejsca takie, nie chcę tego określić. So in gefährliche Stellen, ich möchte es nicht genau beschreiben. Ale ja tych ludzi później widziałem w Krankenbau. Aber ich habe diese Leute später im Krankenbau gesehen. Przypominam sobie dokładnie jednego takiego skopanego Żydka. Ich kann mich ganz genau an einen Juden erinnern, der so eben getreten wurde tak, von ihm. Tak, i on był przy stadium konania, on umierał. Er befand sich in einer Agonie, er lag am Sterben. Ja go się pytam, kto ci to zrobił, bo to było takie uderzenie, no nie chcę to określić, gdzie to było, ale to wszystko było spuchnięte. Ja, er war nämlich so getreten, als ich möchte das nicht genau beschreiben, wo, aber alles war so geschwollen wszystko, und voll eiter. Ropiało, tak. Und ja go się pytam, kto ci to zrobił, mówi. Ich habe ihn gefragt, wer hat dir das gemacht? A to mi powiedział Barecki. Und der hat geantwortet Barecki. Wissen Sie genau, dass dieser Häftling später gestorben ist? Czy pan wie dokładnie, że ten więzień potem umarł?
Ja właśnie był u blokowego. Blokowy się nazywał Mordarski. Gdy wróciłem, to ten chłop już nie żył. Mordarski. Mordarski się nazywał. Mordarski. Ich war ja später bei dem Blockältesten von dem Mann. Mordarski hieß er. Und da lebte er. I on już nie był. To za parę minut umarł. Was? Und er da? Sagte, und da? Und das sagte er, er lebte nicht mehr. In den Mordarski żyje gdzieś, ale nie wiem gdzie. Ne, der Mordarski, der lebt heute noch. Ich weiß nur nicht wo. Er kann das bestätigen. Und der Mordarski hat gesagt, also dass derjenige, der Getretene, nicht mehr lebt. Nie, ja go widziałem, że już nie żył. On umarł. Ich habe ihn sogar gesehen. Zanim ja z nim rozmawiałem, to przyszedł na tych obóz gotowy był. On tam leżał kilka dni, ten chory. Er lag dort einige Tage, dieser Kranke, dieser Getretene. Ein kleinen Moment mal. Diese beiden jungen Leute da in der zweiten Bank, wenn sie so müde sind, dass sie sich nicht mehr gerade setzen können, dann können sie rausgehen. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass sie hier dabei sind. Aber wenn sie hier sind, betragen sie sich anständig. Der Wachtmeister war vorhin schon mal bei Ihnen und hat Ihnen das gesagt, nicht? Ich bitte noch mal fordern, welche Menschen. Ten chory, ten skopany, to był taki plac, takie ogrodzenie to było. W baraku bardzo chorzy ludzie leżeli, a który już umierał, to ten blokowy musiał go na podwórko wyrzucić. Ja, also dort vor der Baracke war so ein kleiner Platz und in dieser Baracke lagen die Kranken und wenn sie schon sehr schlimm waren, dann musste der Blockälteste sie auf diesen Hof tak rauswerfen. I oni tam umierali. Und die starben ja dort. I właśnie ten, którego ja, o którym ja mówię, to właśnie mi powiedział, że go Barecki kopnął. Und dieser Mann eben, von dem ich erzählt habe, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, Barecki hätte ihn getreten. Können Sie sagen, wann ungefähr das gewesen ist? Może pan powiedzieć, kiedy to mniej więcej było? Raz. 40... Maju 44 roku. Das war so Mai 1944. Tak, tak. Können Sie sich an einen Vorgang erinnern, der den Krematoriumsaufstand betroffen hat? Czy pan może sobie przypomnieć jakiś wypadek, który jest związany z powstaniem w krematorium? Tu chciałbym właśnie to wszystko powiedzieć. Nie tylko, że ich wollte eben an dieser Stelle das alle das ganze erzählen. Nie tylko, że wiemy o tym, ale nas, ci wszyscy, co te powstanie zrobili, ci z krematorium, ci heflingi, wzywali o pomoc. Wtedy my wszyscy na dach wyszli, bo się krematorium zapalił. Co się to dzieje? Nicht nur, dass ich das gesehen habe, aber diese Häftlinge, die diesen Aufstand im Krematorium gemacht haben, die haben uns aufgefordert, zu Hilfe zu kommen. Tak jest. Und wir stiegen alle aufs Dach. Na tak, my wleźli na baraki. Auf die Baracken stiegen wir und haben beobachtet, was geschah. I zaczęli przyjeżdżać SS-mani, bo to był alarm zrobiony. Die SS-Männer begannen zu kommen. Es war nämlich Alarm. Alarm i przyjeżdżać SS-mani na motocykla, nie motocykla, całe kompanie i te krematorium obsadzali, bo ono się paluło. Die SS-Männer kamen dann mit Motorrädern und so ganze Kompanien. Und die haben das Krematorium umringt, das hat gebrannt. Tak, tak. I wtedy my nie mogli im iść z pomocy, bo to przecież było, to był to jakby samobójstwo, przecież w lagerze nikogo nie było. Wir konnten ihnen nicht zu Hilfe kommen, das wäre ja Selbstmord. Bo to było w południe akurat, to wszyscy więźniowie byli poza lagrem, lager był pusty. Das war nämlich zu um die Mittagszeit, das ganze Lager war leer, alle waren außerhalb. No i my nie mogli im pomóc i w ogóle nie chcieli mi nawet pomóc, bo wir się bali. Wir konnten ja ihnen nicht helfen, wir wollten auch nicht helfen, weil wir ja selbst nur dabei betroffen wären. I wtedy ci więźniowie tam wyrwali się niektórzy z tego całego powstania i lecieli na druty, na takie dolasy. Und manche von den Häftlingen, die an dem Aufstand teilnahmen, die liefen dann davon und auf die Drähte. No, ale z tyłu, do ucieczki tam, na z tyłu. Von hinten, um zu entfliehen. Tak. I wtedy goniono i strzelano jednego jak... Strzelano ich jak na polowaniu. Man lief hinter ihnen und schoss auf sie wie auf eine Jagd. I wszyscy prawdopodobnie sobie wystrzelani. Alle sind ja wahrscheinlich erschossen worden. Haben Sie selbst gesehen, dass Barecki sich an dieser Jagd beteiligt hat? Czy pan sam widział, żeby Barecki brał udział w tym polowaniu? Ja też takiej odległości nie mógłbym powiedzieć, że to był Barecki, ale Barecki mi to opowiadał sam osobiście. Von solcher Entfernung konnte ich ja nicht sehen,
ob Barecki teil dran genommen hat, aber Barecki hat mir selbst erzählt, opowiadał, że Barecki hat mir selbst erzählt, dass er ungefähr 15 Personen erschossen hatte dabei. Danke, keine Frage. Nur die Frage, Herr Vorsitzender, werden Sie sich stellen, ob Barecki sich dazu äußern will? Er hat das Recht dazu, ja. Sind von Seiten der Verteidigung Fragen zu stellen? Bitte schön, der erste Herr Dr. Reithansen. Ich habe nur eine Frage. Herr Zeuge, Sie haben vorhin gesagt, dass an dem Abend, als die Räumung des Zigeunerlagers vor sich ging, dann gegen Abend Blocksperre verkündet worden sei. Und Sie hätten dann trotzdem aus Neugierde die Tür des Blocks ein wenig geöffnet, um da zu beobachten. Proszę świadka, entschuldigen Sie. Proszę świadka, powiedział pan w swoim zeznaniu, że w tym dniu likwidacji obozu była szpera, oświadczone, że jest szpera i że pan mimo to otworzył, troszkę uchylił drzwi z baraku, ponieważ pan był ciekawy i chciał pan obserwować. Würden Sie mal zeigen, wie weit etwa Sie die Tür geöffnet haben? Czy może pan powiedzieć mniej więcej, jak daleko... Würden Sie überhaupt mal die Bewegung des Öffnens vormachen? Czy może pan ruchem ręki pokazać, jak daleko pan otworzył te drzwi? So ungefähr so ein Stück. Niech pan pokaże, adwokatowi. So ungefähr. Das waren so Baraki, so große Baraki. So Holztür war das. Ja, und wie haben Sie die aufgemacht? Würden Sie das mal zeigen? Jak pan to otworzył, te drzwi? Może pan pokazać? Es ist nicht nötig gewesen. Der Herr Rechtsanwalt, Dr. Laternze, will wissen, ob die Tür nach rechts aufging oder ob es nach links aufging. Adwokat, Dr. Laternze, chce się tylko dowiedzieć, jak pan otworzył drzwi, na lewo czy na prawo, jak one się otwierały. Wenn Sie das mal zeigen, wie Sie das gemacht haben. Może pokazać, jak pan te drzwi otworzył. Jak ja byłem w bloku, to te drzwi otwierałem lewą ręką. Als ich im Lager also war, da habe ich mit der linken Hand die Tür geöffnet. One tak przylegały, tak. Sie gingen so die Tür. Nie wiem, czy tak dochodziły się tak. Kam dann so aufeinander, so dass ich mit der linken Hand geöffnet habe. Ja. Und wie weit schätzen Sie die Entfernung von dieser Tür? Wie weit er die Entfernung schätzt, auf die er die Gruppe der SS-Leute gesehen hat von dieser Stelle aus? Jak pan określa odległość pomiędzy panem a grupą tych SS-manów, których pan widział? Jakieś do 100 metrów. So bis 100 meter. So, danke schön, keine weiteren Fragen. Eine Frage. Herr Zeuge, Sie haben gesagt, Sie waren teilweise auch Blockältester. Pan powiedział, że pan był częściowo też blokowym. Tak. Ja. Hatten Sie es sehr schwer mit den Häftlingen zurechtzukommen? Czy miał pan trudności z więźniami? Już powiedziałem, że ten blok, na którym ja byłem, to byli sami więźniowie funkcyjni. Ich habe bereits gesagt, dass auf diesem Block die Funktionshäftlinge, nur Funktionshäftlinge waren, also nur Kameraden waren. Yes. Tak jest. Nie miałem żadnych trudności. Ich hatte ja keine Schwierigkeiten als, mit denen. Und als Sie die drei Blocks in dem Zigeunerlager unter sich hatten? No a wtedy, kiedy pan miał te trzy bloki w obozie cygańskim, miał pan wtedy trudności? Ja tych ludzi w ogóle nie znałem, bo oni przychodzili, odchodzili. Ja tylko ich so... Ich habe diese Menschen ja gar nicht gekannt. Sie kamen und gingen wieder. Ich habe nicht gefragt, ob er die Menschen gekannt hat, sondern ob er Schwierigkeiten mit ihnen hatte. Er musste sie doch nach seiner Darstellung beaufsichtigen und musste dafür für Ordnung sorgen. No tak, ale ja nie pytam się, czy pan ich znał, tylko mnie chodzi o to, czy pan miał z nimi trudności. Przecież pan musiał dbać o porządek u nich. Tak jest. Jeśli ludzie byli ubierani i przychodzi do mnie, to ja ich uczyłem, jak się mycen abrobi, jak się ustawia. Wenn sie, soweit sie angezogen waren, dann habe ich ihnen beigebracht, wie sie Mütze abtun sollen, wie sie sich aufstellen sollen. Do apelu, to było całe. Zum Appell. Sich aufstellen sollen, das war das Ganze. Sie waren ja sehr verängstigt und sehr folgsam. Ich hatte keine Schwierigkeiten, nein. Haben Sie als Blockältester auch
den Häftlingen gegenüber zu Misshandlungen greifen müssen. Czy pan musiał jako blokowy też maltretować więźniów? Były wypadki, że ukradł ktoś paczki, kolega, koledzy z domu posłana, no to dostał po pysku, bo to cały lager tego, cały blok tego es wymagał. Gab Fälle, dass wenn das ein Häftling dem anderen ein Paket, was er von zu Hause bekommen hat, geklaut hat und dann nach, oder vielleicht Brot gestohlen hat, da bekam er eins aufs Gesicht geklebt. Von ihm? Przez pana. Ode mnie, tak. Sicher, von mir. Das wurde auch von ganzen Block verlangt. Herr Dr. Aschner. Ich habe ein paar Fragen. Herr Zeuge, Sie sagten, Sie hätten Herrn Boger gesehen und auch in der Nacht seine Stimme erkannt. Proszę świadka, pan powiedział, że pan widział wówczas Bogera i w nocy też rozpoznał pan jego głos. Wann haben Sie Herrn Boger zum ersten Mal mit Bewusstsein kennengelernt? Kiedy pan po raz pierwszy z całą świadomością poznał oskarżonego Bogera? To była taka słynna postać, że ja poznałem go w 1943 roku. Ja, das war so eine bekannte Persönlichkeit, aber kennengelernt habe ich ihn 1943. Hatte Herr Boger mit Ihnen irgendeinmal etwas zu tun gehabt? Czy pan Boger miał panem, z panem cokolwiek, kiedykolwiek do czynienia? Nie, bezpośrednio nein. Nie. Bezpośrednio unmittelbar nicht. Sie haben mit Ihnen, haben Sie mit Ihnen einmal gesprochen? Czy pan z nim kiedykolwiek rozmawiał? Nie rozmawiam. Danke. Nein, ich habe nicht gesprochen. Keine Frage mehr. Von Seiten der Angeklagten? Nein. Baretzky? Vorsitzende, hat der Zeuge gesagt, da mit Häftlinge erschossen, das ist ja gar nicht wahr. Ich habe mit Mann sowas überhaupt niemals gesprochen. Ich verstehe nicht. Das ist ja gar nicht wahr, was der Mann sagt, nein, was sie haben der Leute erschossen im Krematorium. Das ist ja gar nicht wahr. Ja, warum waren Sie damals nicht bei diesem Aufstand im Krematorium? War ich gar nicht da. Sie waren nicht da? Nein. Wo waren Sie damals? Ich war im Krematorium 1 beim Ausbruch, denn nach den Häftlingen... Wie war das? Langsam. Ich war im Krematorium 1. Sie waren im Krematorium 1. Jawohl, nach den Häftlingen nachgefahren. Da sind die Ersten da ausgebrochen, Krematorium 1. Aber nicht im Krematorium 3, wie der Mann sagt. Da habe ich ja gar nichts... Welches Krematorium ist damals gesprengt worden? Gesprengt nicht. Im Krematorium 1 sind die Häftlinge ausgebrochen. Welches Krematorium hat gebrannt? 1? Oder 3 hat gebrannt. 3? Aber in 1 sind die Häftlinge ausgebrochen. Ja, und 3 hat gebrannt. 3 hat gebrannt, aber nachher, nach dem Ausbruch. Der Ausbruch war durch Krematorium 1. Wo ist denn damals die Explosion bzw. die Brandstiftung erfolgt? Das war in 3. In 3? Da war ja nachher, nach dem Ausbruch. Nach dem Ausbruch? Jawohl, der Ausbruch war in Krematorium 1. Der war im Krematorium 1. Da sind die Häftlinge ausgebrochen, Krematorium 1. Ja. Und da sind in den Wald reingelaufen. Ja. Und da waren Sie dabei? Da war ich. Wir sind dann gefahren mit dem Auto auf die, bis an die Sola. Ja, sind Sie ausgeschwärmt? Sonst haben die Leute abzusperren, die Sola. Abgesperrt. Da sind wir gefahren. Und der Zeuge hat gesagt, er hat auf dem Dach gestanden oder hat oben zum Dach herausgesehen und hat gesehen, wie die Häftlinge geflüchtet sind und wie sie verfolgt worden sind und abgeschossen worden sind. Stimmt's? Herr Vorsitzender, wenn wir hingekommen sind, waren die Häftlinge schon lange weg? Ja, über die Sola drüben? Nein, vom Krematorium heraus in den Wald. In den Wald. Und Sie haben die Häftlinge dann vor der Sola abgefangen? Nein, wir müssen eine Postenkette stellen dann an der Weichsel. Eine Postenkette gestellt? Ja, sicher. Ja. Und geschossen worden ist damals da nicht? Da sind ein paar Kompanien gekommen, ist der ganze Wald durchgekämmt worden. Ist überhaupt verboten gewesen zu schießen im Wald. Verboten gewesen. Ja, wegen den Querschlägen. Die hätten sich alle kaputt geschossen. Also sagen Sie bitte dem Zeugen Folgendes. Erstens, der Angeklagte bereits gesagt, damals sei er eingesetzt gewesen, um die flüchtenden Häftlinge aus dem Krematorium 1 zu erfassen. Oskarżony Barecki powiada, że on został skierowany do złapania tych więźniów, którzy uciekli z krematorium numer 1. Wynikałoby z tego, że z dwóch krematoriów było powstanie, było powstanie tylko w jednym krematorium. Es wäre dann so, man könnte daraus folgen, dass der Aufstand in zwei Krematorium erfolgte. Und das war doch nur ein Aufstand. Ja,
Aber der Angeklagte sagt, er war eingesetzt, um die flüchtenden Häftlinge aus dem Krematorium 1 zu verfolgen und nicht die aus dem Krematorium 3. Але оскаржений Барецький повідає, що він був скерований до звапання в'язнів, утікаючи з крематоріум 1, а не з крематоріум 3. Ну то, то не змінює з постаті речі. Das ändert die Sachlage nicht. Doch. Goniono tych wszystkich uciekinierów, ja nie wiem w tej chwili, czy pierwsze krematorium ist uciekało. Man hat die Flüchtende nach den Flüchtlingen gejagt. Ich weiß nicht, ob das ja aus dem Krematorium 1 geflüchtet sind. Wszystko uciekało w las, uciekało. Alle flüchteten in den Wald. Ja. I wtedy Barecki ścigał ich. Und Barecki war hinterher. Dobrze strzelał. Und er schoss gut. I chwalił się w obozie wobec nas, więźniów, ile to ich naszczylał. Und er prallte im Lager uns Häftlingen gegenüber, wie viele erschossen hat. Ja. Und was haben Sie gesehen bei dieser Gelegenheit? Hat die Häftlinge vor dem Wald erschossen oder im Wald oder wo? Pan sam, czy pan widział, czy on ich zastrzelił przed lasem, czy w lesie, czy gdzie? Ja nie widział, czy on ich zastrzelił, bo to była odległość za wielka, tylko ich habe doch nicht gesehen, wie sie erschossen hat, weil das zu große Entfernung war. Das war, das sah so aus wie eine Jagd. Ja. So geschossen wurde. Sondern sie haben es nur erfahren. Pan znaczy tylko dowiedział się o tym. Od niego samego. Von ihm selbst. Von ihm selbst. Und womit geschossen haben soll? I czym on, z czego on miał strzelać? Powiadał mi, że miał taki mieszany maszynpistolet. Hat mir erzählt, dass eine maszynpistolet gehabt hat. Poza tym dokładnie jeszcze chciałem podkreślić, że on mi mówił, że niektórzy poszylani mieli przy sobie takie granaty porobione. Und ich erinnere mich noch genau, dass mir erzählt hat, manche Angeschossenen noch Granat in den Taschen hatten, die selbst gefertigt waren. Ja. Oni mieli te granaty sporządzone przez więźniarki, które pracowały w Union Fabrik. Dieses wurde von den Häftlingsfrauen produziert, die in der Union Fabrik gearbeitet haben. Nun, er hat es Ihnen erzählt. Wo hat Ihnen das erzählt? Gdzie on to panu opowiadał? W naszym obozie. In unserem Lager. Und bei welcher Gelegenheit? Przy jakiej okoliczności? No, jak się to wszystko na drugi skończyło, to na drugi dzień opowiadał, bo to on chodził po blok. Wie das Ganze zu Ende war, am nächsten Tag. Er ging so durch die Block. Chodził po lagerze. Er ging durch das Lager und erzählte. Chwalił się po prostu. Er prallte damit. Haben Sie gehört? Vorsinn, das ist ja gar nicht wahr. Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. Erstens besitze ich überhaupt keine Maschinenpistole als Block. Ich habe ja nur eine Pistole. Woher soll ich Maschinenpistole herholen? Nun, vielleicht waren zur Bewaffnung der Leute Maschinenpistolen irgendwo in der Blockführerstube oder sonst irgendwo vorhanden. Das weiß ich nicht. Ich besitze ja nur Maschinenpistole. Ich konnte nicht Maschinenpistole gehen, holen. Auf Schein holen wir Maschinenpistole und dann nach den Häftling gehen. Da wäre ich ja zwei Tage später gekommen. Ja. Also jedenfalls, der Zeuge sagt, Sie hätten sich damit gebrüstet, dass Sie eine große Anzahl von Häftlingen, 15, ja, Häftlingen erschossen hätten auf der Flucht. Das hat der Zeuge hier gesagt. Er hat nicht gesagt, dass er das gesehen hätte. Er hat uns eben gesagt, die Entfernung war viel zu groß. Ich konnte das gar nicht sehen. Ich konnte nur so eine allgemeine Treibjagd mit ansehen. Aber der Barecki hat am nächsten Tag uns im Lager erzählt und sich damit gebrüstet, dass er die 15 Menschen totgeschossen hätte. Und manche hätten sogar noch selbstgefertigte Handgranaten in der Tasche gehabt. Das ist ja kein Wort wahr, dann, Herr Vorsitzender, was der Mann gesagt hat. Ja, also Sie bestreiten das. Genau wie der Herr sagt, er war Lager ist ein Zigeunerlager. Das ist ja kein Wort wahr dran. Der Mann war Lager ist, also war Block ist ein Zigeunerlager. Das ist ja kein Wort dran. Nicht im Zigeunerlager. Er war D-Lager, Block ist. Ja, und er sagt nachher im Zigeunerlager, wer auf der einen Seite, wir werden das jetzt gleich nochmal die Frau Steinberg fragen. Auf der einen Seite seien Juden eingesperrt gewesen, auf der anderen Seite seien Zigeuner eingesperrt gewesen. Und auf der linken Seite, da wäre er Blockältester. Er konnte ja nicht auf zwei Städte Blockältester sein. Er konnte nur in D-Lager Blockältester sein oder in Zigeunerlager. Und ich kenne mich aus dem D-Lager sukzessive, erst im einen, dann im anderen. Und er sagte, der Lagerältester von Zigeunerlager, da war der Diamanski, aber nicht wie der Mann gesagt, der ganz anderen Namen. Schiebe. Er sagte, Schiebe. Und Herr Diamanski war ja Blockältester in Zigeunerlager. Und ich habe ja nicht einen Zigeunerlagerdienst gemacht, ich habe einen D-Lagerdienst gemacht. Ich kenne den Mann aus dem D-Lager.
Ja. Moment. Wollten Sie noch etwas sagen, Herr Joschko? Ich wollte nur was in diesem Zusammenhang fragen. Herr Zeuge, Sie standen doch auf dem Dach. Wie weit war es bis zum Krematorium von Ihnen in, ungefähr entfernt? Proszę świadka, pan powiedział, że pan był na dachu. Jaka... Więcej nas było, wszyscy na dachu wychodzili. Wie pan, viele auf dem Dach, wie alle stiegen, das ganze Lager war auf dem Dach. Oni to obserwowali. Jaka była odległość między panem a krematorium? Wie weit schätzen Sie die Entfernung? Jak pan mniej więcej określa? Jaka to odległość, teraz to nie mogę określić, ale to... Pokazać, jak daleko było. Ja, ich kann da ja jetzt wiem, nicht schätzen. Ich weiß es ja nicht, aber ich kann ja zeigen. Widać, jak to tam latanie było, man konnte das ganz genau sehen, wie das alles rumlief und geschossen wurde. Herr Zeuge, wie weit war der Wald entfernt vom Krematorium? Proszę świadka, jaka była odległość między lasem a krematorium? Krematorium czwarte i krematorium trzecie, można powiedzieć, było całkiem już prawie w lesie. Das Krematorium 4 und 3, da konnte man sagen, das befand sich fast im Wald. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin... Das war so ein kleiner Wald da. Herr Zeuge, wie konnten Sie sehen, dass es sich um eine Treibjagd handelte, wenn die Menschen sich im Wald befanden? Jakżeż pan może powiedzieć, że to chodzi o polowanie, kiedy ludzie znajdowali się w lesie? Bo w całym lesie powstał ruch. Wszyscy latali, strzelali, nie wiadomo, z kogoś gonili. Weil im ganzen Wald eine Bewegung entstand. Alles lief und alles schoss. Hin und her wurde gelaufen und geschossen. Musiał się tam coś dziać w tym lesie. Da musste doch etwas geschehen da drin, in dem Wald. Darf ich die Frau Steinberg noch mal vorbitten? Frau Steinberg, ich hätte noch eine Frage an Sie zu stellen. Sie haben eben gehört, dass der Zeuge hier gesagt hat, in dem Zigeunerlager seien auf der einen Seite Zigeuner untergebracht gewesen, vor ihrer Vernichtung, und auf der anderen Seite seien Juden untergebracht gewesen. Stimmt das? Es war eine Zeit, wo auch Zigeuner und Juden beisammen waren. Ob es war gerade in der Zeit der Liquidierung, ist mir nicht erinnert. Das waren die Zugänge, die aus Ungarn kamen. Ja, ganz recht. Aber uns ist bisher so geschildert worden, dass nach der Räumung des Zigeunerlagers ungarische und tschechische Juden in diesem Lager, wo vorher die Zigeuner drin gewesen seien, untergebracht worden wären. Ich habe eine Zeit lang im Zigeunerlager gewohnt, als die ungarischen Juden, Männer gewohnt haben. Und sonst dürfte ich doch nicht wohnen im Männerlager. Ja. Aber mit den Zigeunern beisammen, ich wohnte in den Blocks der Zigeuner. Ja. Und gegenüber waren einige Blocks, so genau weiß ich es nicht, ja, wie viel, waren Juden, Männer untergebracht. Ja. Und ob es gerade in der Nacht der Liquidierung war, ist mir nicht erinnert. Das wissen Sie nicht mehr. Schön. Wollen Sie das noch versichern unter Bezugnahme auf den von Ihnen bereits geleisteten Eid? Ja. Das ist so gut, als ob Sie erneut geschworen hätten. Wollen Sie das aufnehmen? Ich danke recht schön. Sie können wieder Platz nehmen. Ja, sind sonst noch Fragen an den Zeugen zu stellen? Werden bezüglich seiner Beeidigung Anträge gestellt? Dann, Herr Zeuge, haben Sie das, was Sie gesagt haben, zu beschwören?